Hallöchen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play. Heute haben wir ein Spiel, das etwas trauriger ist, aber wunderschön gestaltet worden ist. Also das muss ich wirklich sagen, es ist wieder mal ein Spiel, als ob man durch so ein Buch blättert und das ist einfach nur faszinierend schön. Also ich bin sehr begeistert. Und ja, das Spiel heißt When the Past Was Around. Wir begleiten da einen Charakter durch Erinnerungen und werden feststellen, was genau passiert ist. Also es ist halt super, super schön gestaltet. Eigentlich wie so ein Manga, muss ich sagen. Ich war erstmal so ein bisschen skeptisch. Vom Optischen hat es mich natürlich gleich so, interessant. Ich habe auch ohne irgendwie was über das Spiel zu wissen, das mir gleich angeguckt. War einfach nur begeistert. Also es ist wirklich etwas traurig, das muss man sagen. Aber wie gesagt, es lohnt sich trotzdem mal reinzuschauen und den Charakter durch diese Welt zu begleiten. Und wir starten mit einem neuen Spiel. Und dann würde ich sagen, hören wir da rein, denn wir haben wieder mal keine Stimmen. Ich finde die Musik auch ultra schön. Das Spiel dauert auch nicht sehr lange, muss man sagen, aber wie gesagt, das lohnt sich trotzdem mal reinzuschauen. Eine Errungenschaft, ich bin ja auch so ein Mensch, die guckt mir auch immer super, super gerne die ganzen Errungenschaften an. Und für eine Errungenschaft habe ich tatsächlich etwas in der Infobox verlinkt. Darauf werde ich später nochmal eingehen, denn ich kann halt kein Klavier spielen und da musste ich halt echt mal nachgucken. Ich gebe auch zu, ich hatte damals im Musikunterricht einen Spickzettel für Tasten vom Klavier, welcher Ton welcher ist, weil ich es mir einfach nie merken konnte. Ich gebe es zu. Aber das Video hilft ganz gut. Danke an die Person, die das Video gemacht hat. Es ist einfach nur jemand, der Klavier spielt und halt das zeigt, wie es geht und auch mit den Tasten das super gemacht hat. Hat mir sehr geholfen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. So, wir sind in der ersten Szene. Ich sag ja, es sieht aus wie ein Buch, wieder mal keine Stimmen. Es ist halt, als ob man wieder so ein Buch durchblättert. Und hier haben wir schon mal ein Schlüsselchen, den wir mitnehmen können. Die Schuhe können wir mal sortieren. Dann können wir auch an diesem Teppich. Und da haben wir einen zweiten Schlüssel. So, in den Kisten sehen wir gerade nichts. Die können sie zwar öffnen, aber da ist nichts. Und den Stuhl schieben wir nochmal ran. So, dann haben wir ja einmal das. Und sehen ein Foto. Ne? Eine Erinnerung. Ist auch anscheinend dann, ich habe es nicht mehr ganz im Sinn, ich glaube, das war auch das Erste, was man als Errungenschaft machen konnte. Memoiren. Dann haben wir hier oben noch eine Schublade. Da finden wir ein Cuttermesser. Weil hier ist ja auch noch ein Karton, der nicht so ganz einfach aufgeht. Und dann haben wir eine Feder gefunden. Ich finde das so niedlich gestaltet. Es wird auch irgendwie gefühlt immer schöner. Habe ich das also so, je länger man in dem Spiel ist, desto schöner wird es. Aber wie gesagt, das ist auch sehr traurig. So, dann gehen wir mal durch die Tür. So, hier dürfen wir jetzt alles durcheinander bringen. So, Bücher. Schmeißen alles auf den Boden. Erst gut ist immer chaotisch. So, hier haben wir eine Zahl. Die kann man sich notieren oder man kann sie sich gut merken. Ich hatte sie notiert, vorsichtshalber. Da haben wir was gefunden. Hier haben wir nochmal ein Brettchen. Ne? Hier sehen wir nochmal Zahlen. Die sind gleich wichtig. Da sind wir gleich dran. Uns fehlt aber noch was. So, weiter geht's. Hier ist nichts. Da ist aber was. Das nehmen wir mit. Hier ist nochmal was. Und da ist was. So. Das sieht also bis hierhin gehört. Das sieht also bis dahin gehört. Und dann hätten wir noch was gefunden. Und für die Zahlenkombi müssen wir zur Taste, also zum Klavier. Ne? Und wie gesagt, wenn man es nicht weiß, dann notiert man es.
Hust, hust. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich hab's notiert, aber ich hab's notiert. So, und schön hinbekommen, schön sauber. Ich möchte jetzt behaupten, ich kann Klavier spielen, aber nein, ich kann es immer noch nicht. So, dann fügen wir mal alles zusammen. Können jetzt auch hier reingreifen und finden wieder eine Feder. Ich glaube, an der Stelle war es dann, dass das der Prolog abgeschlossen war. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, an der Stelle. Also, die Errungenschaften sind auch sehr, sehr einfach zu machen. Also, hier ist jetzt nicht irgendwas, was man, was ein Riesenaufwand wäre. So, dann haben wir hier das. Wir können wieder ganz viel umkippen. Also, hier seht ihr grünes Leuchten, ne? Das heißt, es funktioniert. Hier oben können wir gleich mal rangucken, weil da ist einmal der Uhrenzeiger versteckt, den wir brauchen. So, nehmen wir das mal auf. Ein bisschen Luft reinlassen. Noch ein bisschen Chaos stiften hier, ne? Oh, hier mein Schwamm. So, weiter geht's. Eine Brotdose. Da finden wir auch noch was. Ich weiß auch zwar nicht, warum da jetzt ein Griff drin ist, aber. Keine Fragen, keine Fragen. So, erstmal anwerfen, sauber machen. Ich habe den Schwamm sauber gemacht. Vielleicht nicht das hier rausdrehen. So. Muss man ja nicht die ganze Zeit laufen haben, ne? Okay, dann können wir hier mal das sauber machen. So. Dann haben wir hier. Moment. Da. Häutchen. Wir brauchen Brot und den Mixer. So. Den wir jetzt anschalten. Ja. Jetzt haben wir hier hinten noch ein Tellerchen. Und schwupps, ist ein kleiner Vogel da. Bringt uns ein Brieflein vorbei. Dann kommen wir zur Uhr. Und da wir jetzt auf dem Spiegel die Zahl gesehen haben, die man sich übrigens später auch nochmal für später merken muss, wenn man die Errungenschaft hat, also macht, dann sieht man auch warum. So, dann einmal das, einmal das, einmal das. So, ist offen. Perfekt. Brechstange. Oh, Entschuldigung. Dann. Upp, nee, 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 nee. Ich war da schon richtig. Ich war da schon richtig. So. Machen wir auf. Schlüsselchen. Jetzt können wir das Buch öffnen. Da. So. Und dann haben wir die nächste Feder. So, ich glaube, an der Stelle war es dann geschafft mit dem Prolog. Es ist einfach unfassbar schön gestaltet. Ich finde das so schön. Wie ein kleiner Bildband. Ich auch immer zu tun, das muss man auch wirklich sagen. Übrigens, ich warne mal vor, es kommt gleich ein Ton, der sehr hoch ist, nur so kurz zur Info. Also, ich werd mal versuchen, gleich rechtzeitig rauszuschalten, aber ich glaube, das schaffe ich nicht. Weil das wird gleich ein bisschen wehtun. Ich entschuldige mich vorweg schon. So. Jetzt müsste es gleich passieren. Jetzt kommt der hohe Ton. Achtung, Achtung, er tut weh. Er tut ein bisschen weh. Ich gebe es zu. Sogar mir tut er weh. Also man sieht, hier ist irgendwas passiert.
An der Stelle gibt es dann noch die Errungenschaft Require, wo man die ganzen Grabsteine zerbrechen kann. Also ihr seht so. Dann gibt es doch dafür auch noch mal eine Errungenschaft. So, hier haben wir den Stein, der hier oben reinpassen könnte. Und dann mit öffnen wir nochmal die Tür. So, jetzt muss ich mal gerade kurz gucken. Ich glaube, hier war das mit dem hinter dem Vorhang oder sowas. So, erstmal sammeln wir das Rad ein. Das brauchen wir hier. Und da sehen wir wieder diesen Schattenmenschen. So, und jetzt können wir hier die Errungenschaft in das Zimmer aufräumen machen. Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir können hier mal reingucken. Das nehmen. So, ich glaube, das war hier mit dem Aufräumen. So, Bücher wegräumen, die Kisten wegräumen. Bisschen ordentlicher wird. Das auch ein bisschen schick machen. Da war alles fertig. Da ist ein Schlüssel. Also ich glaube, danach war auch diese Errungenschaft geschafft, dass man es aufgeräumt hat oder sowas, wenn es hier ein bisschen schick gemacht worden ist. So, und dann, ich glaube, hier müssen wir. Nee, das ist noch nicht. Moment, habe ich hier irgendwas übersehen? Irgendwo habe ich noch was übersehen. Ne, das nicht. Aber das ist nicht der Schlüssel. Nee, das ist nicht der. Irgendwo übersehe ich gerade was. Man kann sich übrigens helfen lassen, wenn man nicht sicher ist, wo man klicken muss. Dann kann man hier gucken. Ah, warte mal. Hier. So, der Fernseher. Dann. Nee, das war es nicht. Wir müssen das Knöpfchen finden. Genau. Da. So, jetzt Knöpfchen gefunden. Den Fernseher. So. Und dann, wenn man die Erinnerung so durchgeht, dann geht das weiter. Warte mal. Also, wir haben jetzt hier einmal so die ganzen Erinnerungen mit ganz vielen Leuten. Als Kind. So, also das ist die erste Erinnerung, das ist die zweite Erinnerung, das war die dritte Erinnerung. Ich glaube, das ist die. Nee. Das war die vierte Erinnerung. Okay, also das ist die erste. Das ist die zweite, die dritte, die vierte und die fünfte. So. Dann haben wir das geschafft und jetzt dürfen wir da durch. So.
Da kommen wir später zu. Ich habe das jetzt gar nicht mehr im Kopf. Aber wir müssen jetzt die ganzen Teile finden. Also. Da sind hier später dazu, ne? Also. Die Noten müssen wir hier im Schloss eingeben. 1, Doppel. Ist nicht richtig. Hab ich doch richtig gemacht, oder? Ja. Der das denn nicht. Achso, ach, da fehlt doch noch was. Da, jetzt. So. Den Notenschlüssel. Oh Gott, ich merke, dass ich so lange raus bin aus Musik. Ich bin so lange raus. So, jetzt haben wir hier die Klinge. Das Klebeband. So. Und da haben wir wieder eine Feder gefunden. So, aber hier haben wir noch was rumliegen, da haben wir noch was rumliegen und wir können hier auch nochmal ran und haben nochmal was gefunden. Dann brauchen wir das nämlich hier, um das wieder aufzumachen und haben das nächste Stückchen ihrer Erinnerung gefunden. So, okay, wir brauchen Geld, sonst lässt uns der Herr nicht durch. Ne? Okay, dann bekommt er einmal das Geld. Nee, so. So, jetzt konnte man, jetzt muss ich mal gerade gucken. Also, wir konnten eine Errungenschaft machen mit den ganzen Fenstern. Aufmachen, also alles mal lüften. Ne? Dann haben wir hier ein kleines Vögelchen, der hat schon wieder was für uns. Diese Symbole kann man sich merken. Die brauchen wir später nämlich. Die finden wir ja auch zum Beispiel noch, ne? Also dass man sieht, wo was ist. Die werden, wie gesagt, später relevant sein. Ich muss sie mir sowieso wieder angucken, weil ich sie mir nicht merke. Das gehe ich auch freiwillig zu. Und hier findet man dann auch nochmal alles. Ich glaube, wir brauchten noch irgendwie alle Symbole, um das fertig zu machen. Ich glaube das. Ich probiere es mal. Ich habe es mir sowieso wieder nicht gemerkt, aber ich probiere es mal. So. War das jetzt da? Nee, da, ne? Nee.
glaube, das habe ich jetzt wieder ganz falsch gemacht. So, 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 so. So. Ah, oh, das war richtig. Es war richtig. So, das Kuchenstück brauchen wir nämlich. No, das brauchen wir. Ah, ich habe es gut gemacht. Und was ich halt cool finde, ist, dass ja auch so nebenbei Geräusche sind. Also, ne? Das ist nicht einfach nur so, na, hier haben wir noch die Kanne. Jetzt können wir im Prinzip uns den Tee nochmal aufbrühen. Ne? Und, könnte man das hier? Nee, konnte man nicht mehr rausnehmen. Gut, jetzt können wir rausgehen. Den Kuchen brauchen wir nämlich. Hier brauchen wir noch mal ein paar Teile. Und diese kleinen Frechdachse haben sie. So, den ersten haben wir schon mal. Aber diese kleinen Frechdachse wollen bestochen werden. Sie wollen bestochen werden. So, jetzt müssen wir die noch mal verscheuchen, damit er da hingeht. Uns das Stückchen überlässt. So. Und hier haben wir jetzt noch mal das. Ach, warte mal. Moment. So. Moment. Also, nee, wir brauchen die Mitte. Mitte war das. Raus. Mitte. Und ich glaube, da soll das. Nö. Ach nee, wir brauchen, warte mal. Das, das und das. Ach so. Nö. Moment. Das ist doch das. Oh, wo ist das kleine Vögelchen? Das ist ja für das große gewesen. Das sind die zwei Symbole, die wir brauchen. Jetzt muss ich echt nochmal überlegen, wie das war. Weiter haben wir die auch. Und wir müssen an den Briefkasten. Ah, das war doch richtig. So, und wenn man das genommen hat und das Vögelchen streichelt, gibt es auch nochmal eine Errungenschaft. Botenvogel. Klickt auf den Vogel im Briefkasten. Und als ich dich fand, ist dann... nee, das ist noch nicht so weit. Also auf jeden Fall sind wir... das wäre Abschluss des zweiten Kapitels, aber wir sind ja noch nicht so weit. Ich dachte gerade, die Teekanne war es. Aber egal. So. Ich glaube, das ist nämlich gleich der Abschluss gewesen, aber wir sind hier fertig und dürfen durch die Tür. So.
Voll süß. So, zweites Kapitel geschlossen. Also wie gesagt, das ist ein relativ fix durchgespielt, das Spiel, aber es lohnt sich. So. Wir sehen eine vertrocknete Pflanze, die unbedingt Wasser braucht. Und dann für uns einen kleinen Schlüssel parat. Jetzt können wir ans Buch gehen und das öffnen. Und da sehen wir dann Erinnerung. Weitere Erinnerung. Also, wir dürfen mal den Tisch, da finden wir das. Dann brauchen wir einen Becher. Der ist nämlich hier, den wir brauchen. So, Papierchen noch einsammeln, das werden wir nämlich wieder auch brauchen. So, und dann gehen wir mal hier ran. Wir fangen erstmal mit dem Milchkaffee an. Also erstmal Kaffee, dann Milch und dann reingießen. Fertig. Das zweite, so, ist, ich glaube, das war das hier. So, und das. Wenn man es nämlich falsch macht, wird es eh ausgekippt. Aber wir haben es richtig gemacht. Dann können wir das nämlich jetzt hier platzieren. An den Tisch. Einmal, zweimal, so. Kekse! Kekse! So, dann müssen wir die Kekse noch platzieren. So, Butter, 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 Butter. Habe ich schon mal gesagt, dass es sehr schön gestaltet ist? Ich glaube ja. So, jetzt kommen wir zu den nächsten Sachen, die man machen kann. Wir machen einen Strandausflug. Sammeln erstmal alles ein. Hier unten einmal ist der Seestern, dahin ist die Koralle. Da kommen wir erst später ran. Deswegen gehen wir erstmal hier wieder zurück. Hier kommen wir auch später ran. Erstmal holen wir uns die nächste, holen wir uns ein Fähnchen. Das andere Fähnchen ist übrigens hier versteckt. Fällt nicht sofort auf, aber das ist da versteckt. Und hier das Eis. So, das teilen wir. Und jetzt sind wir voll gemein. Und futtern erstmal das Eis weg. Dann gibt es nämlich auch eine Errungenschaft. Rechts schmeckt besser. Ist das ganze Eis auf. So. Jetzt, wie war das nochmal?
Ich glaube, die 3 und dann 0 war das. Okay, warte mal. Ich muss mal gucken, ob ich das nochmal hinkriege. Weil wir müssen einmal kurz zurück. Denn hinter der Tür ist noch ein Kasten, den wir aufmachen müssen. Ich habe zwar keine Ahnung, ob ich das jetzt noch richtig hinkriege. Ne? Oh Gott, wie war das? Jetzt muss ich echt überlegen. Nee, warte mal, ich muss einmal kurz zurück. Mal googeln, gut schauen. Wie gesagt, man kann sich das auch zur Not abfotografieren, ne, wenn man sich nicht sicher ist, weil ich gucke es mir an und vergesse es dann eh wieder. Ach ja, auf der anderen Seite. Also A, D, E. Also man muss der Reihenfolge nachgehen, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin bei manchen Sachen. Ich glaube, man braucht auch nicht alles. A, D, E. L. Ich bin mir bei dem hier nicht. M. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ich glaube, das war N, ne? Ich glaube, den dürfen wir nicht drücken. Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, muss ich gestehen. Ich glaube, da brauchte man auch nicht alle. Aber wir sehen es gleich nochmal. War nur die 3, die wir brauchen. Okay. Nein, nein, zurück, zurück. Ich habe es vergessen aufzumachen. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. So, das brauchen wir nämlich. Sonst kriegen wir das Teil nicht. So. Warte mal, habe ich das Blümchen? Das Blümchen fehlt, glaube ich, noch, ne? So, aber erstmal können wir jetzt die Flagge aufsetzen. Einmal da, einmal da. Blümchen habe ich vergessen. Moment, haben wir es da gehabt? Mir fehlt nämlich noch ein Blümchen. Wir stopfen mal kurz mal die Sachen rein, die wir haben. So, weil das Blümchen müsste ich gleich noch holen. Das brauchen wir nämlich später. Blümchen, glaube ich, in einem anderen Raum vergessen. Da! Das Blümchen haben wir vergessen. An der Vase. So, dann können wir das nämlich da reinpacken. Flaschenpost, Flaschenpost. Es ist voll niedlich gemacht. Es ist sehr, sehr niedlich gemacht.
weiter geht's. Ich sag ja, ich find's einfach nur optisch total cool. Also es ist einfach wunderschön gestaltet. Auf magische Art und Weise verziehen sich die Wolken. So, also, wir brauchen die Teile dafür. Da kommen wir später hin. Na, wir brauchen ja auch ein Windriechen. Die sagen ja uns, was sie haben wollen. Ne? Also einmal haben wir hier eine Kamera. So, da haben wir jetzt die Linse. Da können wir theoretisch hier schon mal das erste Bildchen fertig machen. So, Moment. Das ist nicht das Richtige. Das müsste hier sein. So. Kleiner Spatz. So, dann haben wir Feuer. Haben es erfüllt. So, die Linse. Die Eule greift sich den Spatzen. So, dann müssen wir hier ran. Ach Gott, wie war denn das jetzt nochmal? Ich glaube. Moment, mache ich das hier? Ne, 3 war das, glaube ich. Ne? Ich guck nochmal, ob ich das richtig im Sinn habe. Ob das die 3 war? Nach 3. Aber ich habe es noch fast richtig im Sinn gehabt. Ist das nicht süß gemacht hier? So, das hatte ich noch richtig im Sinn. Jetzt haben wir eine Schere. Jetzt können wir das Windrädchen machen. So, dafür müssen wir einmal schnipseln. Dann einmal die ganzen Ecken. So, und das. So, fertig. Und hier das. Wieder eine Feder gefunden. Dieser Blick ist so niedlich. Jetzt merkt man, dass es düsterer wird.
zwei Sachen. Wir haben einmal das Radio hier. Das können wir einmal ausschalten, dann das ist die Errungenschaft Klang der Stille. So. Na, dann hat man die Errungenschaft. Dann haben wir hier den Tresor. Den können wir mit 1915 so einstellen. Dann haben wir noch eine Errungenschaft fertig. Und da brauchen wir aber später die noch eine andere Nummer drin. Das ist erstmal nur, damit wir sehen, also nur die Errungenschaften machen können. So, den brauchen wir. Dann haben wir hier quasi die Zahl für den Tresor. So, jetzt, wenn ich das richtig im Sinne war, 1935. Ha, es war sogar richtig. Es war sogar richtig. So, wir müssen den Schal aber waschen, weil wir brauchen ja den Schal neben den Medikamenten. So, den können wir hier schon mal das Zeug reinfüllen. Das haben wir fertig. Dann holen wir uns den Eimer da drüben. Das Buch brauchen wir später. Den Eimer müssen wir auffüllen. So. So. Nee, nicht das. Ich wollte das da haben. So, Wasser. Na. So, der ist sauber. Nur nicht so schnell trocken, aber es ist ein Spiel, das ist egal. So, haben wir erfüllt. Die Reaktion ist so niedlich. So, Blümchen und Medikamente. Da sind schon mal die Medikamente. Hier können wir quasi noch ein Blümchen. Ich glaube, wir müssen einmal nach oben für das Wasser nochmal. Ich meine, wir mussten nochmal Wasser holen. So, Moment. Ja. So, jetzt kommen wir runter. Dann müssen wir hier einmal gucken. Oh Gott, warte mal, wie war denn das? Weiß. Doppel. Ich glaube, dunkel und Häkchen. Nein, Häkchen und dunkel. Auch nicht. Dann war das hier Häkchen, doppel, dunkel. Ich muss doch mal nachgucken. So, warte mal. Irgendwo hatte ich das doch stehen. Irgendwo gab es den Hinweis. Moment. So, du kriegst erstmal deine Medikamente. Dunkel. Warte mal, wo habe ich das denn gehabt mit dem?
Hinweis. Hier war das, glaube ich, drin. Nee. Doch, hier war das drin. So, jetzt habe ich es wieder. Okay, also. Eins ist der Notenschlüssel, ist ja klar. Zwei ist dann. Ach, gerade war das. Okay. Vier war doppelt. Okay, dann habe ich es jetzt, glaube ich. Ja. Hä, da war ich doch gar nicht ganz so falsch. Moment. So, Notenschlüssel, gerade. Weit. Doppel. Häkchen. Ha! Siehste? Ich habe schon mal erwähnt, dass ich keine Ahnung von Noten habe. Deswegen nicht wundern, wie ich sie bezeichne. So, Blümchen. So. Versucht geschickt abzulenken. Jetzt dürfen wir da rein. So. Ich gebe jetzt nicht zu, dass ich mich erschreckt habe, auch wenn ich das schon gespielt habe. Ich habe mich leider etwas erschreckt. So. Dann müssen wir jetzt hier, um die Tür zu öffnen, verschiedene Sachen fertig bekommen. Also, hier war das 1, 2, war das 1, 2, 1, 5. Ah, es war sogar richtig. Oh Gott, bin ich ja gut. Irgendwo stand das sogar, aber ich habe nicht mehr. Also, ich hatte es noch im Kopf, zum Glück. So, die Schaufel brauchen wir. Wir müssen die Tür öffnen, also die drei Teile finden. Und dementsprechend müssen wir jetzt erstmal hier suchen. So, Moment. Das. So. Da ist nämlich ein Messer versteckt gewesen, ein Cuttermesser. Klingt irgendwie komisch, aber ja, da ist ein Cuttermesser. So, aber wir müssen erstmal hier buddeln. Hier buddeln. So. Nein, dahin. So. Nein! Ich will doch die Schaufel holen. So. Okay, das müssen wir hier noch ordentlich machen. So. So. Wieso machst du das jetzt so? Alles. Ich würde. Jetzt macht der alles. Ich fasse es nicht. Nein. So, warte mal. Jetzt. Erstes Teil gefunden. Jetzt müssen wir nochmal ganz nach oben, weil wir haben ja noch dieses Paket auf dem Tisch liegen gehabt. Das können wir jetzt mit dem Cuttermesser aufmachen. Da. So. Das ist halt dieses so kleine Mini-Rätsel so ungefähr. Nee, warte mal. Moment. Jetzt muss ich mal kurz. So.
offen. Jetzt können wir nach unten, weil da ist noch das letzte Teil, was wir brauchen. Das ist nämlich hier versteckt. So. Okay, diese Dinger. Mein Lieblingsspiel. Das ist echt mein Lieblingsspiel. Nein, nicht. So. Ich glaube, das war jetzt schon wieder falsch. Warte mal. So. Ich glaube so. Nee, warte mal, das war auch schon wieder falsch. So. So. Nein, warte mal. Ach, jetzt habe ich schon wieder falsch gemacht. Ich kann es nicht leiden. Ich muss es zugeben, aber man muss ja hier durch, ne? So. Wie habe ich das denn letztes Mal? So. Jetzt. Guten Morgen. Gut, wir versuchen ihn jetzt zu retten, weil irgendwas ist passiert. Wir müssen rausfinden, was es ist. Und gehen dann mal schnell rein. Ach, jetzt müssen wir, warte mal, Moment. Also, 1, 2, 2, 2, 2. Jetzt. Den Code fand man übrigens im Tagebuch drin. Da ist dieses, sind die Symbole aufgefallen, also auf dem Dach, wo wir mit der Waschmaschine unterwegs waren. Da findet man auch den Code im Tagebuch. So, jetzt müssen wir alles durchsuchen, weil wir müssen rausfinden, wo die Medikamente sind. Warte mal, irgendwo hätte ich was übersehen, wo man noch gucken konnte. Ach, hier oben haben wir noch die Nachricht. So, ich habe das Gefühl, die sind immer woanders. Ich kann mich irren, aber ich habe das Gefühl, die sind immer woanders. Alles düster.
Hier kann man auch alle Burgen zerstören. Dann gibt es auch nochmal eine Errungenschaft. Habe ich, glaube ich, noch so im Sinn gehabt. Stimmt, wir müssen noch die im anderen Raum die Noten finden. Die brauchen wir nämlich. Ich habe dich hier jetzt gerade nicht geguckt, wo die ist. Die müssen nämlich in einem Karton versteckt sein. Habe ich voll vergessen. So, weil sonst können wir. Da ist sie. So. Hier ist deine Errungenschaft, alle Töpfe kaputt zu machen. Ich meine, hier war das. Dass man alle Töpfe umschmeißt. Ich glaube, da hat man die Errungenschaft fertig. Und da ist die Note, die wir brauchen. Und jetzt fügen wir die Noten, in dem Fall den Schlüssel natürlich, damit alles schön was seine Richtigkeit hat. Ne? Wie gesagt, ich habe von wenigen Dingen in der Musik Ahnung. So, und dann das. Jetzt haben wir hier die ganzen Federn. Es ist irgendwie richtig traurig, ne? Thank you.
Und damit wären wir schon beim Ende. Jetzt kann man im Endeffekt noch eine letzte Errungenschaft machen, nämlich wenn sie spielen, da draufklicken, wenn die Noten kommen. Wenn man alle Noten hat, dann hat man quasi alles nochmal erreicht. Die Frage stellt sich jetzt, was genau das Ende ist. Also ich muss gestehen, und das war ich tatsächlich ein bisschen zwiegespalten, dass er wieder aufgetaucht ist, zeigt eigentlich, dass sie auch gegangen ist. Also es ist halt sehr offen, das Ende. Aber ich denke, sie ist halt jetzt nicht geschafft, die Trauer zu überwinden. Also es könnte natürlich auch sein, dass es heißen soll, sie hat es geschafft, dass sie damit abschließt und ihn in gute Erinnerung behält und so weiter. Weil es ist ja nur mal Tatsache, dass er halt nicht mehr da ist. Und ja, also es ist halt... Man soll wohl einfach immer jeden Moment genießen, den man haben kann. Man weiß halt nie, wann es halt nun mal zu Ende ist. Und es ist halt ein sehr offenes Ende, wie gesagt, was sein kann. Aber ich vermute leider, dass es nicht gut ausging. Also, dass es, ich sag mal, in der anderen Welt besser ausgegangen ist. Und sie halt sich entschieden hat, zu ihm zu gehen. Das ist mein Eindruck, den ich davon gewonnen habe. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob hier danach nochmal was passierte, muss ich gestehen. Wir klicken uns mal kurz durch und warten noch mal einen Moment, aber ich glaube, da war noch was am Ende. Aber es ist ein sehr schönes Spiel. Also man sieht, dass es halt wirklich schön gestaltet ist, sehr traurig ist und ja... Und die Musik ist sehr schön. Das muss man auch sagen. Wie gesagt, wenn man alle hier angeklickt hat, dann hat man auch die letzte Errungenschaft geschafft. Also bei mir ploppt es nicht mehr auf, aber dann wisst ihr Bescheid, ne? Ich will gerade noch mal wissen, ob ich das Ende nicht mal ganz so richtig in Erinnerung hatte. Oder sie hatte sich so verabschiedet. Ich glaube, das war das sogar. Stimmt. Oh Gott, das habe ich ja voll vergessen. Sie hatte sich so verabschiedet. Sie hat ihn in Erinnerung behalten und hat sich damit verabschiedet. Stimmt. Ich hatte nämlich wirklich sehr viel überlegt, wie dieses Spiel am Ende, was es aussagen sollte, aber ich habe tatsächlich, dass sie sich so verabschiedet hat. Okay, ich nehme es zurück. Ich hatte ja gedacht, sie hätte ihn begleitet, aber sie hat sich tatsächlich am Ende doch noch verabschiedet. Warum habe ich das vergessen? Na, egal. Auf jeden Fall, na, Dankeschön fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch, genießen kann man es nicht sagen, weil es eigentlich wirklich ein sehr, sehr trauriges Spiel ist. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Freude dran, dieses Spiel zu begleiten. Und vielen Dank fürs Reinschauen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.